peatlands like this one here are absolute climate wonders. They store insane amounts of carbon in their soil. But we, being stupid humans, are destroying them at a crazy rate. Mostly to plant crops, but that releases enormous amounts of CO2. But there is no need, because we can do both. Save one of the most effective carbon storages in the world and farm them at the same time. To find out how that's supposed to work, we came here, a farm in Germany's east. All of this used to be conventional, so dry, farmland. But in 2015, it got turned back into peatlands, so wet farmland. And this is the guy in charge of it all, Sebastian Petri. Heute Wetter, versacken wir im Moor oder? Ich hoffe es nicht, aber schauen wir mal. Warum hast du überhaupt gesagt, so, ey, ich vernässe das wieder und ich lasse das nicht trocken stehen? Weil ich bin hier aufgewachsen, ich bin hier groß geworden. Und wenn ich das sehe, dass diese Kulturlandschaft, in der wir hier leben und arbeiten, verschwindet, ja, das kann ich nicht. Also ich habe gesagt, nein, da muss man was machen und habe mich damit beschäftigt und habe festgestellt, da kann man was machen. Also habe ich es gemacht. Meaning he re-wetted his 107 hectares completely. Petri mainly grows marsh grasses to sell as horse feed. But operating in the wet, you need something, well... Okay, these two things definitely don't look like an average tractor. It's a former snowcat that used to groom ski runs. It needed to be completely rebuilt. So, und das erste Problem ist mal die Kühlung. Im Winter oder auf dem Berg muss die ganze Anlage muss so gut wie nicht gekühlt werden. Und deswegen musste erstmal der große Kombikühler raufgesetzt werden. Und das nächste ist eben das mit den Ketten. Die Ketten mussten eben komplett auch getauscht werden, weil auf dem Berg habe ich ja diese Alu-Stegen, ne, die ganz aggressiv sind, damit er den Berg hochfahren kann. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja bodenschonend wie möglich arbeiten. Das heißt, wir haben jetzt so breite Stahlstegen drauf. And the whole thing was shrunk by more than a meter in width. A pretty expensive custom job, costing more than 250,000 euros. And that's just the equipment. To keep his fields wet, Petri also needed to completely close down his drainage system that runs through his fields. The solution was quite simple. He barricaded the gates with wood. Easy and effective. Plus, extremely helpful in dry summers. In den Jahren, die wir jetzt haben mit der Trockenheit, ist das Wasser Gold wert hier was wir jetzt zurückhalten. Wenn wir hier das Wasser halten oder großflächig das Wasser halten, dann sind ja auch alle haben ja was davon, weil ja im Endeffekt das Wasser ja nicht nur, ne, das bewegt sich hier überall hin. Und deswegen ist das auch noch eine wichtige Funktion der Moore. Also nicht nur diese Kohlenstoffspeicherung, sondern auch als Wasserspeicher. Despite the re-wetting effort, the water level here varies a lot. From 50 cm above ground to 60 cm below ground during dry summers. Researchers measured dozens of bogs and their CO2 emissions. When the water level is at the same level as the surface, you have the least amount of emissions, here in the middle. When the water level drops, the CO2 emissions rise significantly. But how do peatlands trap carbon in the first place? So we just took this out of the ground, and when you just grab this piece of earth and squeeze it, you can see how much water is coming out of that. And that's basically what makes peatlands so climate friendly, the water. Because below me are thousands of tons of dead plants, but because peatlands are wet, they don't decompose. The microorganisms who usually do that don't have enough oxygen to take care of that. So the carbon remains in the soil. Now when all this dries up, the plants suddenly decompose super quickly, and the oxygen that's in the air takes up the carbon that's stored in the soil and you get CO2.
And the scale is mind-blowing. Between 5 and 10% of all man-made greenhouse gas emissions come from damaged peatlands. Apart from Europe, a lot of them are released in Southeast Asia, where a majority of peatlands and swamps have been cleared to produce palm oil and pulpwood. Once the water is gone, it takes 16 years for a drained peatland to go from a carbon source back to a carbon sink. This new approach of combining agriculture with peatland meadows is called paludiculture, and this also has advantages in terms of productivity. So sorge ich dafür, dass meine Degradation vom Moorboden möglichst gegen Null geht und ich damit auch in naher Zukunft Flächen habe, auf denen ich überhaupt wirtschaften kann. Mein weiterer Vorteil ist eben der Wasserrückhalt, der mich dahingehend bevorteilt, dass ich selbst in den trockenen Jahren auf den Flächen überhaupt vernünftig was ernten kann. Sebastian Petri harvests around 5 tons per hectare. It can't be really compared to conventional hay production. They just use different types of grass and harvesting cycles can also differ. The cool thing when you combine agriculture with peatlands is that you can choose highly productive crops that are producing a lot of biomass, mainly below the ground with their roots. They form the basis for new peat that can start to build up. And in paludiculture, this might be happening even faster than in natural wetlands. Also, hay isn't the only thing you can produce on peatlands. Alternatives include common reed and bulrush, which is also grown in these pots here at the University of Greifswald, where scientists try to find out everything about growing stuff in wetlands. And because dead roots are what it takes to build up peat, that's a major interest here. Every week, they measure the growth and lifespan of the bulrush roots with this scanner. Wie schnell sterben die Wurzeln dann ab? Das kommt jetzt darauf an, welche Wurzeln. Also wenn wir hier jetzt mal so langsam kriegen wir unseren Scan sehen. Wir haben verschiedene dicke Wurzeln. Wir haben hier unten diese dickere Wurzel. Das sind so die Hauptwurzeln hier bei unserem Rohrkolben. Die leben schon eher monatelang, jahrelang nicht, aber monatelang. Hier diese Feinwurzeln, das wäre aber was, was wahrscheinlich nur Tage bis Wochen lang lebt. Und das sind die, die den Turnover eben sehr hoch haben und die wir hier dann jetzt auch beobachten, um zu sehen, wie viel wird dort eigentlich produziert an Biomasse, die Torf werden kann. But that's not the only thing they can monitor here. This machine has X-ray vision and uses lasers to measure every millimeter of plants that are growing here. We never had something like that in our garden, man. But wouldn't it be better environmentally if we'd give peatlands completely back to nature? Solange Wurzeln produziert werden und das Moor nass ist, sollte sich eigentlich sogar auch wieder neuer Torf aufbauen. Das Wichtigste ist der Wasserstand. Wenn das Moor nass ist, dann ist es klimatechnisch gut. Ob wir es danach bewirtschaften oder nicht, ist dann eigentlich eher die Frage, was wollen wir denn noch? So you don't need to go full on nature to make use of peatland's climate benefits. A UK study explored exactly that and looked at the climate effects of different water levels in peatlands. Raising the water level in degraded peatlands worldwide to 25 centimeters below ground would already reduce their emissions by 65%. That represents 1.3% of global CO2 emissions. Of course, the effect would be even greater if you restore everything to natural status and leave it untouched. But that's taking away the livelihoods of thousands of farmers, and someone has to pay for that. It's just a lot of hoops to jump through before we'd see any action, and we need solutions like yesterday. But there is one big uncertainty about all this rewetting. Will there be enough water? As the planet gets hotter and hotter, the water depth in rewetted peatlands also fluctuates greatly, meaning the positive effects of rewetting could wear off. Also alles, was wir an Wasser haben, auch in der Fläche zu halten, ist positiv. Wenn das zwischendurch mal trocken fällt, weil wir doch nicht genug Wasser hätten, wäre noch nicht das Allerschlimmste. Das Allerschlimmste ist gar nichts tun, beziehungsweise alles weiter trocken halten. Das per se müsste man beenden.
Sebastian Petri also owns 35 water buffaloes. They grow slowly, but every once in a while he butchers them and sells their meat. Du machst das ja schon eine ganze Weile mit der Landwirtschaft im Moor. Lohnt sich das so im Vergleich zu intensiver Landwirtschaft? Aus rein monetärer Sicht, also ist es nicht. Aber wenn ich das als Investition in die Zukunft sehe, ja, weil ich sorge mit meiner Bewirtschaftung dafür, dass die Flächen in 20, 30 Jahren noch zu bewirtschaften sind und einen Ertrag bringen. Beziehungsweise wenn ich daran denke, dass mein Sohn die Flächen vielleicht irgendwann übernehmen will und er steht dann vor so einer Sandwüste und sagt, ihr habt es doch gewusst, warum habt ihr denn nichts getan? Da will ich dann nicht vor ihm stehen und sagen müssen, ja, wir haben es ja gewusst. Different studies explored paludiculture's profitability and established these profit margins per harvest. With water buffaloes, you're looking at 260 euros per hectare. For wet meadows, it's 450 euros. With common reed, it's up to 570 euros. And with bulrush, it's just 90 euros per hectare. Compared to the revenues of intensive vegetable farming, current costs of rewetting peatland and buying new machinery, most farmers will be better off financially if they stick with intensive farming. A way to make paludiculture more profitable could be that governments start paying for the climate benefits that rewetted peatlands provide, or start charging those farmers who keep their peatlands drained. This could help get more farmers interested in the idea of paludiculture and its environmental benefits. About 300,000 square kilometers of cropland, that's the size of Italy, need rewetting globally. And the techniques that we saw today give us a great way of doing that, whether you bring the peatlands back to their natural status or use paludiculture to farm them. If you did like the video and the machinery as much as I did, please comment and share this video. And also don't forget to subscribe to our channel. We post new videos on the environment every Friday.